Der Herr Jepsen hat einiges vorausgenommen. Ich hoffe, ihr habt alle sehr, sehr gut zugehört. Es war sehr wichtig, was er gesagt hat. Ich bin heute IT-Unternehmer und ich war jahrelang Banker. Ich stand auf der anderen Seite des Systems. Heute bin ich Vollzeitaktivist. Ja? Es macht für mich keinen Unterschied, ob du eine Bank überfällst oder ob dir eine gehört. Ja? Daran musst du denken. Ja? Es gibt in Banken, Banken haben nicht nur Investmentabteilung oder Kreditabteilung, Banken haben auch geopolitische Abteilung. Ja? Wer glaubt, eine Bank ist es egal, wo auf der Welt Krieg geführt hat, der irrt. Ja? Der irrt. Es wird ganz bewusst in Banken entschieden, an welcher Krise man mitverdienen kann. Das müsst ihr euch bewusst machen. Ja, genau. Ja? Richtig. Die amerikanische Notenbank, die hat 2006 hat sie aufgehört, die Zahlen zu veröffentlichen, welche Geldmenge sie in Umlauf bringt. Die Gütermenge, die produziert wird, ja, die ist um Vierfache seit 2006 gestiegen. Die inoffiziellen Zahlen des Geldes, was in Umlauf gebracht wurde, ist das 40-fache. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, das müsst ihr euch vor Augen halten. Und das ist furchtbar. Und wer glaubt, es geht um Demokratie oder Menschenrechte in der Ukraine, der irrt. Ja, da können wir alle mal lachen. Lacht mal. Ja. In der Ukraine wird knallharte Rohstoffpolitik betrieben. Das müsst ihr euch klar machen. Das ist knallharte Rohstoffpolitik. Schaut an, wo der Amerikaner die letzten Jahre war. Libyen, Tunesien, Ägypten, Syrien. Ja, das sind Kriegsverbrecher. Ja, und unsere Kanzlerin, Frau Merkel, sitzt in der Ukraine, in Kiew und verhandelt mit Neonazis. Ja. Fragt euch alle, ist das die Freiheit, für was eure Eltern 89 auf die Straße gegangen ist? Ist das die Freiheit? Nein. Also, vielen Dank. Mit dem Gefühl nach Hause, ihr wart heute hier und ihr habt was getan. Geht mit dem Gefühl nach Hause und informiert eure Freunde. Die müssen wissen, warum ihr heute hier wart. Das ist wichtig. Ja? Der Organisator der Demo, meine Wenigkeit und auch Herr Jepsen, wir werden dafür sorgen, dass das, was heute hier beredet wurde, dass das die breite Öffentlichkeit erfährt. Ja? Und das nächste Mal, ich verspreche euch, ich werde nächsten Montag wieder aus Thüringen nach Berlin reisen. Das nächste Mal stehen wir nicht 500, sondern vielleicht schon 1500. Haltet euch bitte vor Augen, wie das 1989 begonnen hat. Es ist mit 1500 Leuten losgegangen. Ja. Zwei Monate später standen Millionen auf der Straße. Ja.